Wir haben keinen Spaß mehr hier daran. Euch alle, jeder, der sich einmischt in unserem Leben. Wir werden alle sterben. Aber nur wie? Das ist der Unterschied, Bruder. Wie werden wir sterben? Ich bin 10 Minuten entfernt. Ich gehe jetzt wieder da rein. Und was passiert, passiert. 3 Tage später. Und dann sagen die uns hier auf einer Demo, verpiss dich in dein Land, kämpf in dein Land. Weißt du, was soll ich kämpfen? Wo soll ich kämpfen? Euch alle, warum? Aber warum soll ich kämpfen? Warum? Bruder, dieser Argument, dass einer mir sagt, geh doch in dein Land kämpfen. Bruder, warum soll ich denn kämpfen? Warum soll ein Kampf existieren? Warum kann nicht das einfach Frieden sein? Nur mit Worte, mit Worte, mit Worte. Worte können dir nicht weiterhelfen. Wallah, mit Worte hilfst du nicht weiter. Nein, Bruder. Wenn wir alle rausgehen und alle Läden kaputt machen und alle Sachen kaputt machen, dann hören die auf. Weil die denken dann, es wird alles kaputt gehen. Lieber hören wir mit Krieg auf, lieber sonst wird alles kaputt in Deutschland. Indem ihr raucht und ihr auf Kamera kommt. Nein. Wallah, nein, da hört Krieg nicht auf. Wallah hört nicht auf. Stark. Das wir müssen alle aufstehen. Warte. Keiner, weil wir sagen, nee, Polizei lässt nicht. Ja, okay, warte. Du und ich haben genug Reichweite. Lass ein Demo machen in Berlin. Wir machen alles kaputt, was wir sehen. Du machst alle Läden kaputt, damit die, die Krieg machen, nichts zu fressen haben. Du greifst deine Leute an. Du machst alle Sachen kaputt, damit die alles kaputt machen. Dann werden die aufhören. Weil durch Muslime, die meisten, die was zu fressen haben wegen Muslime, weil Muslime gehen arbeiten. Wir sind die Mitarbeiter. Wallah, wir müssen alles aufhören. Wir müssen alles boykottieren. Und alles geht kaputt. Durch Muslime werden die alle reich. Wir Muslime sind stärker, wallah. Mit Worten kann man nichts bezwecken. Verstehst du, was ich meine? 6 Stunden später. Drei Tage später. Die Polizisten waren bei ihr, also bei Barello, die haben ihn mitgenommen. Angeblich abschiebehaft. Wegen der ganzen Sache und so. Abschiebehaft haben die ihn getan. Oh, ich habe vorhin mit seiner Schwester geredet. Haram, Allah, haram. Was ist passiert? Was hat die Schwester dir erzählt? Ja, die haben ihn irgendwie mitgenommen. Mhm. Abschiebehaft. Scheiße.